Liebe Freunde, einen wunderschönen guten Mittag aus dem Perfect Buddy Rosenheim Shop. Heute mit Dr. O, meiner Wenigkeit Dr. Way und Kameramannkind Heinz Ollisch. Servus. So, liebe Patienten, liebe Freunde, liebe Sportler, liebe Fitnesskollegen, es geht heute um das Thema Beta-Ektosterone. So, Popeye hatte recht. Alle kennen Popeye, die Kindersendung. Popeye hat immer fleißig Spinat gegessen und Spinat ist ja sehr anabol. Ja. So, Fitscheint hat die sogenannten Ektisto 500 auf den Markt gebracht, also reine Beta-Ektosterone, reiner Spinatextrakt. Warum das Ganze für den Muskelaufbau sehr anabol ist, wird euch Frau Dr. O jetzt kurz erklären. Ja, also mit diesem reinen Spinatextrakt kann man sowohl den Muskelaufbau fördern, als auch den Kraftaufbau, als auch den Aufbau fettfreier Körpermasse. Und da gibt es eine wunderschöne Studie dazu, die wurde von der Freien Universität Berlin und der Sporthochschule Köln gemacht. Der Eduard Isenmann hat diese Studie gemacht und wenn man das genauer wissen will, kann man einen Podcast von ihm hören, Kraftraum, und da kann man sich das genau erklären lassen. Wir fassen uns heute kurz. Genau. Spinat macht stark und das ist auch so. Wichtig ist eben, dass genau dieses Beta-Ektosteron drin ist, also nicht ein anderes Produkt, und dass es nur aus dem Spinat kommt und das kommt unseres. Genau, rein pflanzlich, rein aus dem Spinat, ohne irgendwelche chemischen Zusatzstoffe. Genau. So, wir kennen ja aus dem Bodybuilding, viel hilft ja. Viel. Und da wären wir jetzt schon beim Thema der Dosierung. Ja. Normalerweise, Frau Dr. O, wie wäre denn die normale Dosierung für den Otto-Normalverbraucher? Also in der Studie haben die nur 48 Milligramm bekommen. Das war ein Produkt, wo eigentlich mehr drin versprochen war, war aber nicht so viel drin. 48 Milligramm war da die Dosierung und wir haben hier 52 Milligramm pro Kapsel und also gute Erfolge macht man mit viel hilft viel, also somit mit einer hohen Dosierung. Das wollten Sie doch jetzt bestimmt sagen, oder? So also dreimal eine Kapsel wäre eine gute Dosierung. Wir haben auch schon Leute, die haben dreimal zwei Kapseln genommen, auch eine super Dosierung. Im Bodybuilding viel hilft viel, gibt es auch Leute, die mehr nehmen. Die mehr nehmen, genau, die wesentlich mehr 400 nehmen. Bis 600 400 bis 600 Milligramm, also sprich 12 Kapseln. Aber erinnern wir uns, in der Studie, die Effekte, die wissenschaftlich gesichert sind, waren mit 48 Milligramm. Waren mit 48 Milligramm. Und sogar 12 Milligramm war auch in der Studie auch Effekt. Genau. Solltet ihr aber mehr zu euch nehmen, ist das natürlich 0,0 schädlich. Ja. Sondern so gesehen eigentlich fürs Bodybuilding auch erwünscht. Ja, genau. Und ich fasse das alles nochmal zusammen in einem Blogartikel, wie immer, auf der Fitscheint-Seite zu finden. Da kann man sich dann nochmal genau informieren. Genau so ist es. Auf jeden Fall, Spinat macht stark. Und das wissen wir auch vom Heinz. Heinz, seine Mutter. Jeden Freitag gab es Fisch mit einer großen Portion Spinat. Ich meine, ihr seht es ja jetzt am Heinz. Genau. Der hat ganz viel Spinat gegessen. Ja. Deswegen sage ich auch, kommt's vorbei. Probiert die Ektosterone aus. Muskelwachstum. Und somit Freude. Und wo gibt's sie natürlich? Im Perfect Buddy Rosenheim Shop oder auf fitscheint.de. Genau. Vielen lieben Dank. Viel Freude damit.